Vielen herzlichen Dank. Politischer Realismus in schwierigen Zeiten, das ist so ähnlich wie Diskussionen, die gegen den Zeitplan geführt werden. Da trifft dann auch der Zeitplan den Realismus und die Diskussion wird eingeengt, weil irgendwann auch der Termin abgelaufen ist. Als Erfurter, als jemand, der seit 25 Jahren in Erfurt lebt, bin ich in der Tat mit der Figur Willy Münzenberg, mit der Person Willy Münzenberg eng verbunden und vor allen Dingen, ich fühle mich ihm nah. Ich fühle mich seinem Erbe nah und fand es gut und richtig, dass wir hier am Franz-Mehring-Platz in Berlin Willy Münzenberg ein ehrendes Gedenken halten, dass wir auch Perspektiven in die Diskussion hier eingebracht haben. Wir arbeiten aber auch in Erfurt an einer Gedenkkultur, eben nicht nur an der Ehrung der Person, sondern auch an dem Diskurs. Personen, die in einer historischen Zeit in den Widersprüchen ihrer Zeit gestanden haben und wichtige Impulse gegeben haben und zu Unrecht fast dem Vergessen anheimgestellt worden sind, lohnt es allemal, als Personen wieder auf die Tagesordnung zu holen, weil es besser ist, an den Brüchen sich entlang zu arbeiten und zu schauen, welche Brüche haben wir heute in unserem Leben, gerade in unserem politischen Leben. Ich bin jetzt vorgestern, vor 365 Tagen, war die Wahl in Thüringen, die am Ende dazu geführt hat, dass ich jetzt seit 9 Monaten Ministerpräsident in der Bundesrepublik Deutschland in einem Bundesland bin, mit einem linken Parteibuch, in dieser Form der erste überhaupt. Wobei es in Thüringen schon mal eine Vorläuferregierung gab in den 20er Jahren, die dann mit Gewalt, mit militärischer Gewalt zerstört worden ist. Aber dieselben Brüche, die auch zur Niederlage der Regierung Fröhlich geführt haben, sind Brüche, die man auch entlang der Person Willy Münzenbergs identifizieren kann. In der heutigen Zeit war es wichtig, jedenfalls uns wichtig, eine Dreierkoalition auszuprobieren, was in dieser Form bisher in Deutschland immer nur Notsituationen oder ganz komplizierten Einzelfallregelungen, also eine Zweierkoalition, die mit einer Minderheitstolerierung stattgefunden hat, das hat es ab und zu schon gegeben, aber sie waren nie sehr erfolgreich. Also eine Minderheitenregierung als politische Kultur in Deutschland ist bis heute nicht auf die Tagesordnung gekommen, obwohl andere Staaten in Europa ganz normal damit agieren und merken, dass man damit auch politisch neue Räume öffnen kann. Die Idee zu einer Dreierkoalition SPD, Linke, Grüne ist entstanden am Ende der Kohl-Ära und dazu gab es eine Initiative, die hieß Erfurter Erklärung. Das war ein Aufruf von Intellektuellen aus West- und Ostdeutschland, von Gewerkschaftern, von politisch Engagierten, von Vertretern aus der Kirche, Vereinen, Verbänden, die gesagt haben, wir müssen doch die Feindbilder Ost gegen West überwinden. Und wir müssen doch die Feindbilder, die dieses Land prägen, diese Bundesrepublik Deutschland, überwinden im Sinne eines gemeinsamen neuen Diskurses, dass wir uns über Grundgewissheiten in einer Gesellschaft neu verständigen. Und das geht nur, wenn diese drei Parteien mit dem gesellschaftlichen Diskurs nach links in Verbindung stehen. Jetzt kann man zu jeder einzelnen Partei Analysen machen und sagen, ist das denn per se nach links und führen wir denn überhaupt eine Option nach links? Das kann man alles irgendwann später mal sich angucken, wenn man drauf guckt, in welchen Spannungsbögen wir gerade uns bewegen. Als wir angefangen haben, die Idee verwirklichen zu wollen, war die Besonderheit, vor 5 Jahren hätten wir eine deutliche Mehrheit für Rot-Rot-Grün gehabt, die ist letztlich an der SPD gescheitert. Und jetzt haben wir 5 Jahre später wieder die Option gehabt, aber mit einer einzigen Stimme Mehrheit. Und mit einer Stimme Mehrheit eine Dreierkoalition als Regierung auszuprägen, bedarf eines gesellschaftlichen Klimas, bei dem man Menschen auch als Bündnispartner braucht, die gesellschaftlichen Diskussionen als Bündnispartner braucht. Aber in einem Bundesland, in dem es keine große gewerkschaftliche Bewegung gibt, Klammer auf mehr, Klammer zu, gibt, wo es auch keinen großen Diskurs gibt, der ein linker Diskurs wäre. So sehr wir ihn als Linke uns wünschen würden oder uns herbei bitten würden, aber es gibt ihn faktisch nicht. Es ist eher
eine Situation, dass die Entindustrialisierung dessen, was heute Thüringen ist, tiefe Spuren hinterlassen hat. Der große gesellschaftliche Kampf, den wir in Thüringen hatten, macht sich an einem Kalibergwerk fest, Bischofferode. Das ist mittlerweile auch 20 Jahre her. Und das Bittere ist, dass jetzt 20 Jahre später die Rohstoffe von Bischofferode auf dem internationalen Markt angeboten werden. Vor 20 Jahren hat man gesagt, alter Schrott muss abgewickelt werden. In Wirklichkeit war es Marktbereinigung, die brutalste Marktbereinigung, die man sich vorstellen konnte. Jetzt, 20 Jahre später, wird der Rohstoff auf einmal angeboten, aber die Region ist um alle Arbeitsplätze beraubt worden. Insoweit muss man zur Kenntnis nehmen, dass das Land Thüringen in den letzten 25 Jahren 450.000 Einwohner verloren hat und damit die hauptprägende Struktur an industrieller Produktion verloren hat. Wir sind jetzt ein mittelständisch geprägter Bereich. Die größte Produktion, industrielle Produktion, ist im mittelständischen Bereich und kommt aus dem Automobilzuliefererbereich. Die sind komplett abhängig von den großen Automobilkonzernen. Und der zweitgrößte Bereich ist sofort die Landwirtschaft. Also Nahrungsmittelproduktion, landwirtschaftliche Produktionsbetriebe im großen Maßstab, also die LPG-Nachfolgebetriebe, die prägend, wirtschaftsprägend bei uns den ländlichen Raum ausfüllen. Und alles andere verteilt sich dann auf viele kleinere Sparten. Da sind ein paar Highlights dabei. Da kann man sagen, sind auch Weltmarktführer dabei, aber es sind immer kleine Betriebe. Es gibt keinen einzigen Konzernsitz, also nicht nur in Thüringen nicht, sondern in ganz Ostdeutschland nicht, weil die Entwicklung der letzten 25 Jahre so war, dass die neuen Länder zum verlängerten Werk- und Produktionsbereich der alten Länder wurde. Und der Braindrain ist nach wie vor aus dem Osten in den Westen. Mittlerweile sind wir mit Hochschulen so ausgestattet, dass wir für viele junge Leute Ausbildungszentrum sind, die aus Westdeutschland kommen. Aber es ist immer noch kein eigenständiger Wirtschaftsbereich, der die Kraft hätte, ein ganzes Bundesland wirtschaftlich zu tragen. Das heißt, auch in der Steuereinnahme sind wir im Moment faktisch bei 53% des deutschen Durchschnitts. Eigene Steuereinnahme. Das ist der Abstand zum Durchschnitt aller Bundesländer. Und die Wirtschaftskraft ist nach wie vor bei 70% im Durchschnitt. Das heißt, 25 Jahre nach der deutschen Einheit sind es immer noch die Strukturmerkmale, die mit der Entindustrialisierung und der Nichtentwicklung der DDR als Ganzem, sondern der Zerteilung in kleinere Einheiten und damit sozusagen die Passgenauigkeit an die Marktvorgaben, die der Westen hatte. Das im gesamten Maßstab. Das war die Ausgangslage, mit der wir vor 9 Monaten die Regierung übernommen haben. Und wir haben gesagt, wir wollen einige Schwerpunkte setzen. Wir wollen ein paar Herausforderungen gestalten. Wir wollen dieses Land modernisieren. Also das sind dann Thüringen-spezifische Sachen. Damit will ich hier niemanden langweilen. Ein einheitlicher Verkehrsverbund, eine Mobilitätsgarantie. Die Frage, wie wir WLAN-Fähigkeit und die Digitalisierung unseres Landes machen, einschließlich Tourismus voranbringen. Also das, was Ihnen jeder Landespolitiker hoffentlich mit Vehemenz vortragen würde, würde ich jetzt auch vortragen, weil dafür lebe ich, dass dieses Land eben auch wirtschaftliche Entwicklung braucht aus eigener Kraft und Perspektive. Politisch kann ich sagen, wir haben die letzten 25 Jahre erlebt, dass die Dualität der Auseinandersetzung zwischen den staatssozialistischen Staaten und den westlichen Staaten an der innerdeutschen Grenze festgemacht werden konnte. Das hat vor 25 Jahren aufgehört, diese Auseinandersetzung so stattzufinden. Das heißt, die Dualität dieses Konfliktes findet nicht mehr statt. Und er hat sich Bahn gebrochen mit völlig anderen internationalen Konflikten. Das heißt, die Waffenproduktion blüht. Die Kriege auf der Welt sind überall massiv vorangeschritten und wir haben angeblich, um die westlichen Werte zu transportieren, die Despoten dieser Erde militärisch um die Ecke gebracht. Und in jedem dieser Länder ist die Destabilisierung vorangeschritten. Ich erkläre das deswegen so präzise, weil wir mitten in dieser Auseinandersetzung jetzt in der größten Flüchtlingswelle der Welt stehen. Mein Bundesland ist im Moment damit konfrontiert, Tausende von Notquartieren aufzubauen. Und während ich hier bin, bin ich permanent wieder mit uns zu Hause verbunden, weil jede Sekunde neue Entscheidungen getroffen werden müssen, weil Minute um Minute mehr Menschen kommen in ein Bundesland, in dem es fast keine Ausländer gibt. Wir haben eine 3%ige Anwesenheit von Nichtdeutschen.
Das heißt, die Abwesenheit von Ausländern führt auch dazu, dass ein gewisses Maß an Fremdenfeindlichkeit da ist, was zu einer bestimmten Spannung führt, wenn man es nicht beachtet. Wir haben einiges an massiven Problemen mit Nazis, strukturierten Nazis. Die braune Nazi-Terrorwelle in Deutschland ist von Thüringen ausgegangen, hieß NSU. 9 rassistische Morde, die nachgewiesen sind, die Wahrscheinlichkeit und der Bombenattentat in der Kolbstraße in Köln. Die Täter sind aus Thüringen gekommen und Thüringer Behörden, wir sind gerade mitten im Untersuchungsausschuss, sind nicht ganz unbeteiligt, um es nur freundlich anzudeuten. Aber in der Alltagskultur marschieren Nazis nach wie vor auf, versuchen in den Regionen das geistige Oberkommando zu kriegen. Das ist die sogenannte Häuserstrategie. Man kauft große Häuser und von diesen Häusern, die Nazis besitzen, geht dann ein bestimmtes Maß an diesem Konzept national befreiter Zone als Impuls in so eine Region. Deswegen war die Auseinandersetzung zivilgesellschaftlich in den letzten Jahren davon geprägt, diesen Häusern den geistigen Nährboden zu entziehen. Das alles wäre bis vor 10 Tagen noch sozusagen der Normalbefund gewesen. Und in all die Situationen kommen jetzt Tausende von Menschen dazu, ohne dass wir wissen, wie viel kommen. Woher kommen sie? Wer meldet sie an? Wie bringen wir sie unter? Die letzten Stunden, es gab ja diese Bilder von Saalfeld, die einen oder anderen haben es gesehen, wo der erste Zug aus Ungarn, der ein österreichischer Zug war, wo die Frage war, kann der überhaupt in dem deutschen Schienensystem fahren oder muss der nochmal abgekoppelt werden? Das hat jede Stunde zu neuen Meldungen geführt und wir haben nicht gewusst, wo bringen wir die Menschen unter. Und trotzdem haben wir es geschafft. Eine Welle von Hilfsbereitschaft ist durch Saalfeld gegangen und Hunderte von Leuten haben geholfen, diese Menschen zu empfangen und dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge zum ersten Mal nach einer langen, brutalen Flucht einen Ruheort gefunden haben. Die Nazis sind sofort... Die Nazis sind sofort aufmarschiert, das waren dann 40 Nasen, da hatten wir aber mehr Polizei da, dass die Nasen etwas vereinzelt waren, das war mal ein anderes Bild von Saalfeld und wir haben dann angefangen, diesen Menschen erstmal ein Quartier zu geben. Jetzt ist es so, dass wir Stunde um Stunde Anrufe kriegen, die nächsten 5 Busse müssen fahren, die nächsten 10 Busse müssen fahren, der nächste Zug kommt. Und wir haben jetzt die Messe in Erfurt belegt mit Betten 1.500, Reserve nochmal 1.500, damit die Menschen, die kommen, nicht in Zeltstädte gepackt werden und damit diese Menschen nicht einfach erstmal ohne medizinische Betreuung sind. Weil die Flüchtlinge, die kommen, haben alle akute Probleme, mindestens mal an den Füßen. Also ich habe mir einiges angeguckt, das ist an Brutalität nicht zu beschreiben, was diese Menschen erlebt haben, die dann auf der langen Fluchtroute dann bei uns ankommen. Das führt dazu, dass wir komplett umgeschaltet haben, jetzt seit 10 Tagen auf Notunterbringung. Und wir bauen jetzt an einem Integrationsplan. Was machen wir mit den Menschen? Ich habe es vorhin gesagt, wir haben in den letzten 25 Jahren 450.000 Menschen in Thüringen verloren. Die Infrastruktur ist zum Teil noch da. Rein statistisch, mathematisch haben wir zurzeit 22.000 leere Wohnungen und aktuell sind anwesend 10.000 Flüchtlinge. Wahrscheinlich kommen bis zum Jahresende noch mal 12.000 Flüchtlinge. Das wäre für unser Bundesland verkraftbar, wenn wir die Voraussetzungen hätten, es auch finanziell stemmen zu können. Wir haben damit Sie die Zahlen mal gehört haben, als ich ins Amt gekommen bin am 5. Dezember letzten Jahres, hatten wir eine Haushaltsposition von 25 Millionen Euro für die Unterbringung von Flüchtlingen. Die waren dann tatsächlich am Ende des Jahres mit 45 Millionen ausgegeben. Wir haben auf 75 Millionen hochgeplant. Das ist der aktuelle Haushaltstitel, den wir haben. Der ist, während ich hier spreche, bei 150 Millionen schon ausgegeben. Ich könnte jetzt schon mir die Anzeige abholen wegen Haushaltsuntreue, weil ich gar keinen Haushaltstitel mehr habe. Und ich sage, wir fragen im Moment nicht, wo ist der Haushaltstitel, sondern wir fragen im Moment nur, wo ist das Bett, wo ist die Matratze, wo ist die Decke, und wo ist das Objekt, das wir binden können, dass die Menschen ein Dach über den Kopf haben? Aber haushaltsrechtlich ist das nicht mehr zu verkraften. Und jetzt kommt die Schwierigkeit, die in dem Titel steckt. Also wenn ich sozusagen, als ich zugesagt habe, heute zu reden, hätte ich mein Referat anders gehalten. Heute muss ich sagen, Haushaltspolitik trauen wir uns nicht mehr zu. Wir sehen auch im Moment nicht, wie wir noch politische Impulse setzen sollen.
Weil tatsächlich haben wir jetzt in unserem Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr 390 Millionen Euro für Flüchtlingsunterbringung und Integrationskosten und 110 Millionen für die Unterbringung von unbegleiteten Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen. Auch da eine Anmerkung. 10 Kinder standen in der Messe vor mir, die keine Eltern mehr haben, deren Eltern ertrunken sind. Wer da noch ruhig bleiben will, ich jedenfalls kann es nicht mehr. Und deswegen sage ich, ja, wir schreiben die 500 Millionen jetzt vorne rein. Aber wenn Sie mich jemals gefragt hätten, ob ich 500 Millionen in einem politischen, also in einem politischen Etat ausgeben würde, ich hätte jeden ausgelacht, ich hätte jeden für verrückt erklärt. Und jetzt fragt uns gar keiner mehr, weil die Humanität zwingt uns, dass wir die 500 Millionen ausgeben. Und damit verbunden ist jetzt der Kampf Richtung Bundesregierung. Jetzt muss man mal Klartext reden. Die Bundesregierung ist zuständig für all diese Dinge. Die müssen bezahlen, geben uns aber derzeit nur eine Wurst, nicht mal eine Bratwurst, und halten die hoch und wir dürfen dann springen und dürfen uns dann kloppen, ob wir ein bisschen was davon kriegen. So können wir das Problem nicht lösen. Wir werden 1 Million Flüchtlinge in diesem Jahr haben, wahrscheinlich noch einiges mehr. Diese Bundesrepublik Deutschland wird sich völlig verändern, wenn wir es schaffen, diese 1 Million zu integrieren. Sie wird sich aber schon dann verändern, wenn wir es alleine schaffen wollen. Also nicht nur Frau Merkel den Satz sagt, wir wollen das schaffen, sondern ihre Regierung, also Herr Schäuble, auch dafür sorgt, dass das Geld zur Verfügung gestellt wird, damit wir aus Notunterkünften Integrationsquartiere machen können. Weil wir müssen jetzt mit den Menschen sorgen, dass sie Arbeitsgenehmigungen kriegen. Wir haben 5.000 Lehrstellen zurzeit in Thüringen frei. Wir könnten sofort mit 5.000 jungen Menschen anfangen. Die könnten jetzt schon in Betrieben sein. Aber wir erlauben uns Verfahrensdauer von 8 bis 10 Monaten, bis eine Genehmigung erteilt wird, ob derjenige arbeiten kann oder nicht. Und damit Sie es mal gehört haben, wir haben 12 Entscheider in Thüringen. Die entscheiden 350 Fälle im Monat. In derselben Zeit sind 2.500 neue Fälle dazugekommen. Und da merken Sie schon, das ist so nicht mehr leistbar. Und das habe ich vorgestern Abend in aller Deutlichkeit der Bundeskanzlerin auch gesagt. Und deswegen müssen wir in Deutschland unsere Verfahren ändern und wir müssen uns in Deutschland entscheiden, 25 Jahre nach der deutschen Einheit, ob wir diese Aufgabe als gesamtdeutsche Aufgabe annehmen. Dann werden wir in Thüringen neue Impulse setzen, an denen sich dann auch andere Länder orientieren können. Wir wollen Integrationsarbeit jetzt schon systematisch betreiben mit den Menschen, die da sind, und ihnen Chancen geben, dass sie sich tatsächlich selber verwirklichen, weil ich glaube, der Druck in der Bevölkerung hört auf, wenn in der Nachbarschaft jemand normal arbeiten geht und ein Teil der ganz normalen Gesellschaft ist. Also wenn die 5.000 Lehrstellen besetzt wären mit all den jungen Menschen, die da sind und Lust haben, eine Feile in die Hand zu nehmen oder eine Malerquaste, dann wird sich unser Land ändern. Dann wird sich auch unser Bundesland ändern. Und es wäre zum ersten Mal nach 25 Jahren eine gesamtdeutsche Aufgabe, weil nicht mehr der Westen zuguckt, wie es dem Osten geht. Und jeder, der einen Trabi sieht, hat schon alle Probleme des Ostens geklärt. Und man verteilt Bananen, weil Bananen die richtige Antwort auf das Problem der innerdeutschen Einheit war. Sondern tatsächlich die Entindustrialisierung das Thema war. Das wollte nur im Westen keiner hören. Und während im Osten die Arbeitsplätze kaputt gegangen sind, hat der Westen Überstunden gemacht ohne Enden. Und die Solidarität, auch die gewerkschaftliche Solidarität, war nicht sehr ausgeprägt, um auch nur das mal anzudeuten. Der Kampf um die 35-Stunden-Woche ist im Westen kaputt gemacht worden. Und nicht im Osten. Da muss man auch mal deutlich hingucken, was da auch für politische Verwerfungen sind. Und deswegen, meine Damen und Herren, politische Realität heißt, sich im Moment mit den Ängsten derer auseinanderzusetzen, die auf der Flucht die Ängste erleben und aus Kriegsgebieten kommen. Da gilt der Satz, Fluchtursachen bekämpfen und nicht die Flüchtlinge. Aber zu den Fluchtursachen, gehören Verhältnisse. Und ich spreche das im Moment in jeder Rede an. Wer wie Erdogan zurzeit die JPG in Rojava bombardiert, begeht ein Verbrechen an der Humanität, weil er genau dort die Menschen attackiert, die die einzigen sind, die dem IS-Terror mit ihrem eigenen Leben entgegentreten und die Jesiden und die Kurden dort beschützen. Und wer will, dass sich solche Verhältnisse stabilisieren, wer das will, der muss dem Erdogan in den Arm fallen. Das sind NATO-Flugzeuge, die im Moment die einzigsten bombardieren, die tatsächlich sich dem IS entgegenstellen. Und wer will, dass der IS lahmgelegt wird, der muss dafür sorgen, dass kein Öl mehr in der Türkei abgenommen wird vom IS.
Und er muss sorgen dafür, dass die Saudis und die Kataris endlich beteiligt werden an den Kosten für die Flüchtlinge. Denn der UNHCR, damit Sie es mal gehört haben, hat vorgestern die Gelder für den Libanon und für Jordanien auf ein Viertel reduziert. Auf ein Viertel. Das heißt, wenn wir dann noch sehen, was im Moment noch an Fluchtdruck aufgebaut wird, dann wird die Situation und die Destabilisierung für uns noch viel problematischer, und zwar in ganz Europa. Das ist kein deutsches Thema. Das ist ein gesamteuropäisches Thema. Und dann gibt es eine letzte Bemerkung, die ich machen will. Ich wehre mich dagegen, Länder als sichere Herkunftsländer zu bezeichnen. Aber ich sage, die das von mir dauernd verlangen, dass ich es endlich sagen soll, die sollen mal dafür sorgen, dass diese Länder sicher werden. Und das bedeutet, dass man endlich auch den ethnischen Vertreibungsdruck gegen die Romas thematisieren muss und deutlich sagen muss, wer überall, und da gehört Ungarn genauso dazu, die Romas unter Druck setzt und sie aus ihren Siedlungsgebieten vertreibt, der vergeht sich an der Humanität. Und der soll mir nichts erzählen vom christlichen Abendland. Und deswegen Politik zu gestalten in schwierigen Zeiten scheint mir die einzigste Möglichkeit zu sein, der Sache eine Richtung zu geben. Und die Frage am Ende, die wir beantworten müssen, die ich jeden Tag beantworten muss, habe ich für die Menschen ein Quartier, habe ich für die Menschen ein Dach über dem Kopf und habe ich meiner Bevölkerung klargemacht, dass die Veränderung nicht zu ihren Lasten geht. Das ist nämlich die große Angst. Und da gibt es eine psychologische Kriegsführung zurzeit, die ungeheuerlich ist. Die Bilder, die jeden Abend gezeigt werden von endlosen Fluchtkarawanen, die sich immer auf den Zuschauer zubewegen, führen dazu, dass die Menschen das Gefühl haben, ich will das mal an der Paradoxie festmachen, wenn jeder hundertste Deutsche sich um einen Flüchtling kümmern würde, wäre das Flüchtlingsintegrationsproblem in Deutschland gelöst. Aber emotional hat die Mehrheit der Bevölkerung oder kriegt gerade die Mehrheit der Bevölkerung das Gefühl, dass auf einen Deutschen 100 Flüchtlinge kommen. Und diese Diskrepanz führt zu einer massenpsychologischen Belastung. Und wenn wir da nicht aufpassen, auch als linke gesellschaftliche Kräfte, dass die Frage am Ende ist, ob die autoritären Kräfte in Europa am Ende die Gewinner sind, die Orbans dieser Welt. Das hängt davon ab, ob wir nicht nur darüber debattieren, am Ende zu bewerten, ausschließlich, was ist ein sicheres Herkunftsland als Asylgrund, sondern ob wir uns im Klaren sind, welche Fragen zurzeit stehen, nämlich wie gehen wir mit 1 Million Menschen um, die unter uns leben. Ja, der Krieg ist jetzt zurückgekehrt, von dem er mal ausgegangen ist. Jetzt sind nämlich die Opfer der Kriege hier. Und wir müssen sehen, ob wir ein gesellschaftliches und humanitäres Bild haben, das wir auch als gesellschaftliche Kräfte ausstrahlen. Wir sehen es als unsere Aufgabe in Thüringen zumindest, und deswegen habe ich den Satz geprägt, aus Flüchtlingen Neubürger zu machen. Das heißt, Neubürger heißt Integration und das heißt Integrationsangebot, und dafür müssen wir uns mehr drehen, mehr bewegen. Und ich will Ihnen jetzt nicht erzählen, wie es mir dabei bürokratisch geht und wer einem dabei jeden Tag erklärt, die Bauordnung ist dagegen, die Genehmigungsordnung ist dagegen, das ist dagegen, das ist dagegen. Ich kenne jeden Tag 1000 Gründe, die gegen irgendeine Lösung sprechen. Und das Einzige, was ich machen kann, ist meine Autorität als Ministerpräsident zu nutzen und die Damen und Herren an einen Tisch zu holen und jeden Tag zu jeder Problemstellung eine neue Lösung zu kreieren. So sehe ich im Moment meine Aufgabe. Danke, ja, danke. Danke, Bodo Ramelow, dass Sie uns mit Ihrer Rede aus der Geschichte entführt haben in die politische Realität, auf den harten Boden der politischen Realität der Gegenwart und ich muss sagen, auch eine sehr bittere Realität, an die Sie uns hier auch erinnern. Ich möchte das Publikum, dem Publikum die Möglichkeit zur Nachfrage geben. Vorne waren 2 Meldungen. In der 3. Reihe. Ich möchte fragen, in welchem Verhältnis zu Ihrem Problem in Thüringen sehen Sie denn eigentlich die große Flüchtlingsproblematik, 1 Million
Flüchtlinge in Griechenland zurzeit, Syriza-Regierung, und am 20. sind Wahlen. Dasselbe betrifft ja auch andere südliche Länder. Wie stehen Sie dazu? Also ich kann Ihnen das ganz schnell sagen. Wahrscheinlich sind 1,5 Millionen in Griechenland. Mehrere hunderttausend sind noch in Italien, weil die Italiener etwas intelligenter waren und haben einfach die Bahnhöfe gezeigt. Und dann waren auch die Flüchtlinge, die in der gleichen Größenordnung auch in Italien angekommen sind, sind nur nicht in Italien geblieben, sondern gleich weitergezogen. Wahrscheinlich 2 Millionen in der Türkei. Und es gibt im Moment den großen Eindruck, dass Herr Erdogan in seinem gefährlichen Machtspiel gerade die Flüchtlinge einsetzt und sie gegen Griechenland marschieren lassen will. Und zwar über den Landweg. Und Herr Orban organisiert gerade, dass die Rechtsmaßstäbe Europas gar nicht mehr gelten. Das Land, in dem sich alle gefreut haben, als der Zaun aufgeschnitten worden ist, ist das, das jetzt die höchsten Zäune baut. Und die Truppenparade, die man vorgestern besichtigen konnte, hätte ich so noch vor 26 Jahren woanders vermutet. Und das Ganze jetzt nur mit neuem Vorzeichen. Es ist nicht das sozialistische Vaterland, das verteidigt wird, sondern das christliche Abendland wird verteidigt. Also haben sich ein paar Sprüche geändert, aber die Methoden sind auf eine Brutalität ausgerichtet, bei dem ich sage, die Flüchtlingswelle oder die Flüchtlingswellen, das ist auch falsch, nur von Europa zu reden. Wir haben einen globalen Problemdruck. Deswegen habe ich gesagt, die dualen Auseinandersetzungen der Welt sind in eine weltumspannende Dauerkrise gewandelt, und wir haben dieselben Flüchtlingsströme auch in allen anderen Erdteilen in ähnlicher Dimension. Und ich glaube, erst wenn wir anfangen, über Verteilung auf der Welt zu reden und etwas gründlicher über Verhältnisse zu reden, also über Wasserverhältnisse, über Nahrungsverhältnisse und darüber, dass die Börse eben nicht der Allseligmachende ist. Und um es klar zu sagen, in Deutschland haben wir immer gedacht, wir sitzen ganz oben und es ist alles ganz schön und wir haben dem Rest der Welt erklärt, wie es geht, und sind jetzt etwas überfordert, 1 Million Passagiere durch Deutschland. Ich rede jetzt von Passagieren, weil selbst das schaffen sie nicht, weil sie wissen nicht mal, wie sie die Erfassung machen sollen und kommen mit bürokratischen Vorgängen, die ich hier auch nicht erläutern will, die aber immer nach einer Stunde schon scheitern. Und am Ende beklagen sich die Law-and-Order-Politiker darüber, dass man nicht mehr weiß, ob 40.000 oder 50.000 Leute ohne Registrierung gerade durch Deutschland wandern. Danke, da ganz. Oh, das sind jetzt sehr viele Fragen. Ich würde bitten, die zu sammeln. Hallo? Ist es an? Ja, ich möchte gar keine Frage stellen, Herr Ramelow. Ich wollte mich einfach bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Besser passte das überhaupt nicht in die Regie dieser Konferenz. Wir haben nämlich gerade über den Internationalismus von Willy Münzenberg gesprochen. Und Sie haben, ohne einmal auf ein Blatt zu gucken, eine halbe Stunde druckreif uns eine aktuelle Situation erzählt. Einfach schönen Dank. Danke. Erst dort hinten, bitte. Da hinten, ganz hinten. Da hinten. Da am Rand, der dort die Hand gerade am höchsten hielt. Aber weil er schon vorher sie hochgehalten hatte. 1, 2. Ja, Bodo, vielen Dank für deinen engagierten und couragierten Vortrag. Also hat auch nochmal einen Horizont geöffnet, aber doch nochmal vielleicht auf das Motto dieser Veranstaltung zurück, also globale Räume für radikale Solidarität. Wenn du da vielleicht nochmal eine Reflexion vielleicht dran knüpfen magst, also das würde mich freuen, wenn das irgendwie möglich ist. Aber gut, manchmal erdrücken einem vielleicht auch die Alltagsprobleme so, dass das so ohne weiteres nicht geht. Aber diesen Impuls wollte ich nochmal geben. Können wir noch 2 Fragen dazu nehmen, Herr Romero? Hier vorne. Wir haben ja in der jetzigen Veranstaltung hier sehr viel zu hören bekommen, wie Münzenberg Propaganda oder Agitation und Propaganda gemacht hat. Jetzt ist meine Frage: Müssten wir als Linke nicht auch offensiver die jetzige Situation nutzen, um zu sagen,
dass der Kapitalismus täglich unter Beweis stellt, dass er nicht in der Lage ist, die Probleme der Welt zu lösen. Danke. Der Herr mit dem Hut, noch ein paar Reihen hinter mit dem Hut, der meldet sich gerade. Und dann schließe ich vorerst die Frage. Eine andere Frage, man hört und liest ja, dass auch bei Ihnen Gebäude in Flammen aufgehen, die für Flüchtlinge bestimmt waren. Eine Zeitschrift hat jetzt sehr gekonnt getitelt, Deutsche Willkommenskultur, Feuer und Flamme für Flüchtlinge. Mich bewegt seit Rostock-Lichtenhagen, ist ja nun schon lange her, die Frage, da ich nicht rechtskundig bin, muss ich so fragen, warum wird, wenn Täter gefasst und verurteilt werden, nie auf Landfriedensbruch erkannt? Ich kenne die Tatmerkmale nicht, bin kein Kenner des Strafgesetzbuchs, könnte mir aber denken, dass es sehr hilfreich wäre, wenn mal ein solches Urteil fiele. Auch darauf stehen meines Wissens hohe Strafen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei bestimmten Brandstiftungen dieser Art nicht anwendbar wäre. Herr Ramelow, bitte. Also zur Frage der radikalen Solidarität. Meine Antwort ist darauf, dass ich an der Stelle, an der ich bin, meine Solidarität durch praktisches Handeln organisieren muss. Und das muss kompatibel sein mit dem praktischen Handeln all derer, die den Menschen auf den Fluchtwegen auch geholfen haben. Ich bin nur am Ende des Fluchtweges. Und ob die Menschen alle bei mir bleiben wollen, weiß ich gar nicht. Also der Erste, der in Saalfeld ausgestiegen ist, hat gefragt, wo geht's hier nach Schweden? Jetzt bin ich eine Amtsperson, habe gesagt, darauf gebe ich keine Antwort. Weil ich habe dann dem Dolmetscher gesagt, er soll übersetzen, was er will. Weil klar ist, meine Aufgabe bestand darin, diesen Flüchtlingen zu sagen, ihr kriegt hier die Fingerprints abgenommen, damit ihr nicht zurück nach Ungarn müsst. Also mir war es wichtiger, dass sie nicht in Ungarn die Fingerprints abgenommen bekommen. Dann müssen wir über Dublin reden und über Schengen und über all diesen Betrug, den die kerneuropäischen Staaten extra gemacht haben, um ihre Probleme an die Außengrenzen zu verlagern. Und jetzt wird über alle Außengrenze, sagen wir mal, abfällig geredet. Und die radikale Solidarität, da gibt es auch Paradoxien. Serbien wird gerade hochgelobt, weil sie die Flüchtlingsströme mit Bussen ausstatten und weil sie mit Nahrung die Flüchtlinge unterstützen und so weiter und so weiter. Serbien ist das Land, wo wir als Linke sagen, wo man Romas nicht zurückschicken kann, weil es den Romas dort richtig elendig dreckig geht. Und nicht nur ökonomisch dreckig geht, sondern menschlich dreckig geht und gesundheitlich dreckig und im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen rede ich auch ausdrücklich mittlerweile von den Romas als die, die ethnisch in ihren Siedlungsräumen vertrieben, verjagt und unter Druck gesetzt werden. Und trotzdem kennt Serbien jetzt auf einmal eine unglaubliche Solidarität mit dem Flüchtlingsstrom. Benehmen sich ganz anders wie Ungarn und Orban. Und dasselbe gilt im Moment für Kroatien. In Kroatien haben sie dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge ankommen, gut bewirtet werden, also damit da nicht wieder jemand denkt, dass da Luxus, die kriegen was zu trinken und die werden ordentlich versorgt und wenn was Gesundheitliches ist, kriegen sie Hilfe. Sie werden menschlich behandelt. Das ist doch auf den Fluchtrouten nicht überall so. Und ich stelle mir im Moment mal vor, wie radikale Solidarität in Dänemark gelebt wird. Oder die neuen Finnen. Oder die Osteuropäer, Slowaken, was da gerade passiert. Also wir stehen in Europa vor einer Frage, ob wir in Europa Nationalismus als autoritäre Form wiederbekommen, als dominante Kraft. Und das ist überall offen. Le Pen und Co. lassen grüßen. Also da haben wir als Linke in Deutschland immer so entspannt. Die Flüchtlinge waren weit weg, die waren im Libanon in den großen Lagern und Le Pen und Co. waren auch weit weg. Und jetzt sind wir mittendrin und jetzt müssen wir uns neu sortieren. Was bedeutet das für uns? Und deswegen sage ich, ich habe auf die großen Entwürfe im Moment keine Antwort. Ich behaupte auch keine. Ich muss auch sagen, ich wiederhole den Satz. Ich habe im Moment auch keine Zeit für Ideologie, weil ich Stunde um Stunde Häuser suchen muss und Verträge unterschreiben muss. Und ich kann mich gar nicht anders wehren, aber meine Form damit im Moment umzugehen, das ist meine Position als Linker. Weil das ist der Unterschied, ob man in Heidenau wegguckt, ob man in Meißen wegguckt, ob man in Freital wegguckt,
ob man jahrelang in Dresden weggeguckt hat. Dann sage ich, das ist die Haltung als Linker, zu sagen, wir gucken nicht weg. Und wenn bei uns Pegida, Sygida oder sonst was aufmarschiert ist, war es völlig klar, immer bei jeder dieser Demonstrationen muss einer vom Kabinett dabei sein, bei den zivilgesellschaftlichen Widerstand. Und muss klare Botschaften mit der Bevölkerung gemeinsam formulieren, dass das nicht das Land ist, in dem wir leben wollen. Aber der Konflikt ist offen. Also wer jetzt behauptet, das sei jetzt, ich käme jetzt aus dem schönen linken Land, also die Mehrheit meines Landes ist konservativ. Und auch daran muss ich denken, dass ich als Linker eine Politik entwickeln muss, bei der am Ende es keine Polarisierung in dem Land gibt, die in die falsche Richtung ausschlägt. Und deswegen, ja, wir haben brennende Häuser. Die Frage ist aber nicht, ob man die Strafverschärfung als Abschreckung kriegt. Die Frage ist, ob man auch bei den brennenden Häusern wieder eine Haltung zeigt. Und wir sind bei jedem brennenden Haus gewesen und haben sofort mit der ganzen Dorfgemeinschaft das Gespräch gesucht und haben entsprechend gehandelt. Und da gibt es für mich so eine Erfolgsgeschichte, das ist Rocken-Susra. Das ist für mich ein Symbolort. Da haben ein Dorf mit 250 Einwohnern, lebt dort seit Monaten mit 98 Flüchtlingen zusammen. Friedlich, freundlich, ohne irgendeiner dieser Tonarten von Pegidas und sonst was. 4 weitere Häuser stehen leer. Der Vermieter sagt, er ist bereit, sie an den Landkreis zu vermieten. Aber der Vermieter sagt, ich vermiete sie nur, wenn die Gemeinde Ja sagt, also wenn das Dorf Ja sagt. Und während diese Gespräche vorbereitet wird, brennen die 3 Häuser. Das 4. haben sie nicht mehr angesteckt, also nicht mehr hingekriegt. Und da kann ich nur sagen, entscheidend ist, dass wir die Häuser jetzt schnell aufbauen und entscheidend ist, dass wir in dieses Dorf einen Kindergarten reinbauen, damit die Familien, die jetzt mit Kindern dort kommen, mit dem Dorf zusammenleben können. Weil die Antwort muss das Dorf geben. Und Rocken-Susra ist deswegen so was Besonderes, weil das ist tatsächlich der Ort, an dem die Panzer, wo wir immer von träumen, Panzer zu Flugscharen, in Rocken-Susra ist der einzigste Industriebetrieb, den es gibt, der die Panzer zerlegt. Also eigentlich das, was wir uns eigentlich als Linke immer so wünschen würden, dass man mehr Rocken-Susras hätte und mehr Panzerzerlegung. Deswegen glaube ich, wir müssen die Ahndung aller Straftaten massiv drücken und drängen und nicht lange warten und nicht lange drum rumreden. Aber auch beim NSU-Prozess, die Anmerkung will ich machen. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum das nicht wegen Verdacht auf Terrororganisation der Prozess läuft. Bei der RAF war das irgendwie ganz anders. So, dass diese Paradoxie, ja. Die Frage nach dem Kapitalismus als Problem, ja, das sage ich aber auch schon seit Jahrzehnten. Es nützt mir nur irgendwie nichts. Ich habe aber auch gelernt, dass der Kapitalismus kurz vorm Zusammenbrechen ist. Ja, aber ich frage mich immer, wer sagt's dem denn endlich mal? Also irgendjemand muss denen doch mal sagen, dass er eigentlich zusammengebrochen ist. Und tatsächlich, es ist so, der Kapitalismus kann die Probleme nicht lösen, die wir gerade lösen müssten. Das wissen wir auch. Wir wissen auch, dass die Börse nicht der Garant für Solidarität in einer Gesellschaft ist. Wir müssen also wieder über Grundgewissheiten unserer Gesellschaft reden. Wie kann man im Alter ein Alter erleben, wenn man das Leben lang gearbeitet hat? Da haben viele Linke über den Norbert Blüm immer gelacht. Wenn der gesagt hat, eins ist sicher, die Rente, der hat das ernst gemeint. Und ich wäre froh, wenn wir es heute gemeinsam wieder ernst meinen würden, dass wir Rentenversicherungssysteme der Bank abnehmen, der Börse abnehmen, dem kapitalgedeckten System abnehmen und wieder zum gesellschaftlichen System machen würden. Und für mich wäre schon revolutionär wirklich der Kampf um eine moderne Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Das wäre mal ein wichtiger Impuls, um wieder Solidarität in der Gesellschaft zu spüren. Die Entsolidarisierung der letzten 40 Jahre, davon 40 Jahre im Westen und die letzten 25 Jahre deutsche Einheit, ist ersetzt worden durch die Spiegelbilder dieser Glaspaläste. Und das muss man einfach sagen, diese Glaspaläste sind nur eins. Sie sind der Moloch, um den Kapitalismus am Laufen zu halten und um den Reichtum in wenigen Händen zu mehren. Und da wird eben spekuliert gegen Afrika, da wird eben spekuliert gegen die Bauern. Und die Frage ist trotzdem, wie ist das denn mit unserer gesellschaftlichen Solidarität gegen die Vernichtung von Ackerland in Afrika? Was machen wir denn, um deutlich zu sagen, das zweifache Ackerland von Europa
ist in Afrika von Hedgefonds im Besitz und wird für billige Monostrukturen genutzt, um uns mit entsprechenden billigen Rohstoffen zu versorgen. Uns. Und jetzt kommen die Bauern noch hinterher. Und dieser Herr Köhler, Sie erinnern sich, dieser Bundespräsident, der hat mal in einem Frühstück im Kreis der Bundestagsabgeordneten gesagt, als die erste große Flüchtlingswelle von Fischern von Afrika, Westafrika Richtung Kanaren war, hat er gesagt, na, über was wundert ihr euch? Erst klauen wir ihnen den Fisch und jetzt, wo sie nichts mehr haben, kommen sie das Letzte, was sie haben, nämlich ihr Leben und ihr Fischerboot und gucken, wo ihr Fisch geblieben ist. Dann habe ich gesagt, das könnten Sie mal laut sagen. Und dann hat er einmal zu viel von irgendwelchen kriegerischen Interventionen geredet und da war er kein Bundespräsident mehr. Mir würde da mehr Klarheit helfen, dass man einfach sagt, der Zusammenhang mit einem billigen Rohstoff und Nahrungsmittel werden dann auch als billige Nahrungsmittel. Also wer sich über die Lebensmittelpreise bei Lidl freut, muss dran denken, zu welchem Preis die hergestellt werden und was die Bedingungen sind, wenn es um den globalen Maßstab geht. Herr Ramelow, vielen Dank. Erlauben Sie mir noch eine ganz kurze Nachfrage, um wieder auch zurückzukommen zum ersten internationalen Willy-Münzenberg-Kongress. Ich denke, die Antwort wird viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr interessieren. Sie sprachen am Anfang vom Aufbau einer eigenen Gedenkstätte. Ich weiß von einer Initiative, die vor Monaten gestartet wurde, eine Straße, einen öffentlichen Platz nach Willy-Münzenberg zu benennen. Wie sehen Sie die Chancen, dass das auch umgesetzt wird? Wir arbeiten an dem Projekt. Also muss man einfach klar sagen, wir brauchen aber entsprechende Mehrheiten und wir brauchen auch sozusagen auch einen Impuls, aber die Debatte darum in Erfurt wird geführt. Die Gedenkplatte war ja lange verschwunden, die ist mittlerweile wieder da. Wir haben überlegt, ob wir im Landtag einen Raum nach Willy Münzenberg benennen und jetzt suchen wir nach anderen geeigneten Orten und Punkten, um einfach zu sagen, wir dürfen uns Willy Münzenberg in Erfurt nicht aus dem Bewusstsein nehmen lassen. Und ich glaube, wenn man sich solchen Personen, und da will ich wirklich abrunden, wenn man sich solchen Personen wie Heinrich Vogler oder Willy Münzenberg nähert und sich anguckt, das sind für mich so die Personen von links, die man sich genauer angucken muss, wo man sagt, da sind auch alle Brüche der linken Bewegungen drin und der linken Organisationen. Und diese Brüche müssen uns immer wieder veranlassen, uns selbst zu hinterfragen, ob wir uns als Linke in etwas breiterer Form aushalten oder ob diejenigen am Ende obsiegen, die immer sagen, die Wahrheit ganz alleine gepachtet zu haben. Ich maß mir das nicht an. Ich bin an manchen Tagen eher ratlos und sage trotzdem nach außen, wir dürfen nicht ratlos sein. Aber die Fragen müssen wir formulieren. Und das sehe ich bei Willy Münzenberg, dass er jemand war, der die Fragen immer wieder sozusagen formuliert hat und immer wieder versucht hat, auf die schwierigen Zeiten eine andere Antwort zu geben, bis es manchem wieder nicht gepasst hat. Und deswegen ist für mich so ganz persönlich, also mit Heinrich Vogler bin ich groß geworden, ich bin direkt neben Worpswede sozusagen geboren und Willy Münzenberg ist mir in Erfurt zugelaufen und beide sind für mich so die historischen Personen, auf die ich mich gut beziehen kann, weil ich sage, dazwischen sind diese waren diejenigen, die in ihrer Zeit zwischen den Stühlen gesessen haben und manchmal ist es gut, zwischen den Stühlen zu sitzen. Vielen herzlichen Dank, Herr Ramelow, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.